Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meinem Blick in die Vergangenheit. Ja, wir widmen uns heute dem Büchermonat Februar und neben den gelesenen Büchern habe ich natürlich auch allerlei andere Kleinigkeiten sozusagen mitgebracht, auf die ihr euch freuen dürft. Aber ich denke, wir starten einfach erstmal so ein bisschen mit der Statistik. Insgesamt habe ich 13,5 Bücher gelesen, zu dem halben komme ich später, was circa 4.860 Seiten waren. Es waren 6 echte Bücher, 5,5 E-Books und 2 Hörbücher und es war auch ein Wälzer mit 607 Seiten dabei. Insgesamt komme ich auf eine circa Durchschnittsleseseitenanzahl pro Tag von 174, was ich absolut in Ordnung finde. Und ich habe schon im Februar selbst gemerkt, dass ich einfach weniger gelesen habe als im Januar. Es sind aber halt bei mir wirklich in der Regel immer die Wintermonate, wo ich wirklich sehr gut was weglese, weil ich tatsächlich dann weniger rausgehe. So blöd es irgendwie klingt, aber im Sommer ist man halt doch mehr unterwegs, mehr draußen, sitzt an Seen, wo man auch liest, aber eben einfach ein bisschen weniger. Und von daher absolut in Ordnung. Das halbe Buch deswegen, weil ich eben wirklich so fast die Hälfte der Seitenanzahl im Februar gelesen habe und dann eben im März weitergelesen habe. Das heißt, zu diesem Buch kann ich schon sagen, ich habe es beendet, allerdings natürlich dann erst im März, dementsprechend, werde ich natürlich was dazu erzählen, aber ihr versteht, wie ich es meine. nur die Hälfte. Und auch so ein bisschen musiktechnisches, Highlights im Monat und was mich sonst so ein bisschen berührt hat, auch an Serie, darüber sprechen wir. Aber ich denke, wir starten jetzt erstmal mit den Büchern. Angefangen hat mein Monat mit Lost in Texas von Cornelia Bramendorfer. Dieses Buch ist ja bei mir eingezogen, weil es einen super netten Kontakt mit Cornelia über Facebook gegeben hat und so durfte ich dann auch das Buch als Rezi-Buch lesen. Und wir sind hier, ja, wie es der Titel schon sagt, in Texas. Wir haben zwei doch sehr unterschiedliche Protagonisten und beide haben so den ein oder anderen Schicksalsschlag in ihrem Leben erlebt, die sie so ein bisschen aus der Bahn geworfen haben. Und doch sind beide irgendwie, spüren sie, dass sie füreinander etwas empfinden. Und wir haben hier eine zarte, ja, Liebesgeschichte, eine tolle Lebensgeschichte mit sehr viel Gefühl und mir hat die Geschichte wirklich Spaß gemacht und ich möchte auf jeden Fall auch das neue Buch von Cornelia lesen und freue mich schon, sie in Leipzig zu treffen. Dann ein abgebrochenes Buch, das also ist Mein Leben, habe ich als Hörbuch gehört, war ja eine Buchempfehlung von Adriana Popescu, sie hat es ja als ihr Lieblingsbuch betitelt. Ja, leider kam ich in die Geschichte gefühlt gar nicht hinein, es wurde hier ja uns das Leben eines jungen Mannes, eines jungen Jungen sozusagen erzählt, der eben auch etwas sehr Schlimmes erlebt hat und Briefe schreibt an einen Freund und da uns im Grunde das Leben auf der Highschool erzählt, die Freunde, die er dort trifft und wie sich sein Leben verändert. Ja, leider hat es mich nicht gepackt und so habe ich es nach knapp der Hälfte, das waren so 140 Seiten, abgebrochen, weil ich überhaupt keine Empfindungen für den Protagonisten, für sein Leben, für seine Geschichte, für seine Gefühle empfinden konnte. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil man es gehört hat. Vielleicht ist das ein Buch, was man lesen muss. Vielleicht probiere ich es tatsächlich nochmal mit dem Buch, weil, ja, es ist eine Leseempfehlung von Adriana. Und eigentlich, ja, hätte ich mir so gewünscht, dass es mir gefällt. Aber man kann nicht alles haben. Weiterhin wurde gelesen Ein Meer aus Tinte und Gold. Ein Buch, das ja doch in aller Munde war und was wirklich einen unglaublich tollen Einstieg hatte. Es ist ja so Jugend-High-Fantasy und wir sind hier in einer Welt, in der eben Bücher keine Bedeutung haben. Und unsere Protagonistin hat hier eben ein Buch gefunden und dadurch, dass ihre Eltern, wie sie jung war, verstorben sind, sie mit ihrer Tante unterwegs war, diese entführt wurde, hofft sie bei diesem Buch auf Rettung für ihre Tante. Und wir haben ein Buch im Buch, Geschichte sozusagen. Und ich fand den Anfang bombastisch, ich fand das Ende unglaublich gelungen. Der Mittelteil war schrecklich langweilig, langatmig und das hat eigentlich das Buch so ein bisschen kaputt gemacht für mich und mich auch so ein bisschen zurückgelassen, dass ich noch nicht weiß, ob ich es überhaupt weiter lesen werde, also den zweiten Band dann lesen werde, was ich echt schade fand, weil ich mich von dieser wunderbaren Atmosphäre eigentlich habe einfangen lassen, die wirklich wunderbar beschrieben ist, aber es ist
wenn einem halt der Mittelteil dann schon fast so zum Abbruch zwingt, sage ich mal. Das Ende reißt es so ein bisschen raus, aber halt nicht komplett, fand ich sehr, sehr schade. Ganz anders, Red Rising, der zweite Teil, wurde im Februar im Facebook-Lesegruppe sozusagen gemeinsam gelesen. Im März starten wir jetzt auch mit dem dritten Teil von Pierce Brown. Eine Endzeit-Dystopie, die ich grandios finde. Wir haben hier Science-Fiction-Elemente, dadurch, dass wir uns auf dem Mars befinden. Wir haben einen tollen Protagonisten, Darrow, der im Grunde, ja, die Feinde sozusagen unterwandert und dann irgendwann jetzt demnächst hoffentlich mal zum Schlage ausholt. Und es war schon ein ganz, ganz toller erster Band, der mich gepackt hat, gefesselt hat, gerade durch den kurzen, knackigen Schreibstil, der wirklich ganz viel Filmelemente im Kopf bei mir ausgelöst hat. Der zweite Teil nochmal packender und spannender als der erste, nicht mehr ganz so mit sinnloser Gewalt wie im ersten Teil, hat mich der zweite ebenfalls überzeugt und ich freue mich jetzt sehr auf den dritten. Das ist ein absolutes Monatshighlight gewesen und ich freue mich jetzt wirklich sehr, sehr, sehr auf den dritten Teil. Dann habe ich zusammen mit Susan die unsichtbare Heldin von Jackie Feygood gelesen. Das war der Auftakt ihrer Superhelden-Trilogie. Hier haben wir eine junge Frau, die ja dann eben eine Superkraft entdeckt, diese einkauft und sich seitdem dann eben unsichtbar machen kann. Und wir erfahren so ein bisschen, wie eben vielleicht ein Superheld vor seiner Superheldenkraft war, beziehungsweise wie er damit umgeht, als er das entdeckt. Ich persönlich fand das tatsächlich ein bisschen jugendlicher, als ich es erwartet hatte, dadurch, dass die Protagonistin eigentlich schon ein bisschen älter ist, auch gerade irgendwie an ihrem Chemie-Doktor irgendwie arbeitet, hatte ich hier einfach einen sehr, sehr jugendlichen Menschen vor Augen und auch sehr, sehr jugendlicher Sprachstil. Das hat sich eben manchmal nicht ganz mit der Darstellung der Protagonistin übereingestimmt. Zudem war es tatsächlich für mich einfach Jugendsprache. Fand ich gut, aber es hat mich nicht ganz so gepackt, wie die Liebesgeschichten von Jackie mich sonst mitnehmen. Vielleicht liegt es auch irgendwie am Genre. Von daher wirklich nur ein Okay-Buch. Ich denke, für Jugendliche absolut in Ordnung, die vielleicht auch so gerade in dieses Genre rein stolpern. Ja, für mich, ich bleibe lieber bei den Liebesgeschichten von Jackie. Dann kam ein Hörbuch, Wir können alles sein, Baby, von Julia Engelmann, der zweiten Teil ihrer Poetry Slam Reihe, wo ich auch schon den ersten Teil unglaublich gut fand, habe mich sehr gefreut, den zweiten für einen halben Gutschein bei Audible zu entdecken, denn den hatte ich gerade in dem Moment übrig und ich habe diesen Poetry Slam wirklich genossen. Es war etwas über eine Stunde zum Anhören und dadurch, dass es Julia Engelmann selbst spricht, hat man eben einfach das Gefühl, man ist live dabei, wenn sie diesen Poetry Slam aufnimmt und das hat mir wirklich ganz viel Spaß gebracht, kann ich absolut empfehlen. Das nächste Buch, ein Buch, das ich abgebrochen habe, Ein Tag für ein neues Leben von Ellie Harris, habe ich knapp nach der Hälfte auch abgebrochen, habe 250 Seiten gelesen und hatte dann einfach so die Schnauze voll von diesem Wirrwarr von Was wäre wenn, denn unsere Protagonistin steht eigentlich kurz davor zu heiraten, trifft dort in der Kirche auf ihre erste große Liebe, der sie irgendwann verlassen hat und in einer Variante ihrer Welt läuft sie eben zum Trauertal und heiratet ihren Verlobten. In der anderen Version lässt sie ihren Verlobten stehen und ja, will sich im Grunde ihrer ersten Liebe widmen. Und das war so ein Hin und Her, was ich eigentlich vom Grundgedanken sehr cool fand. Allerdings war die Umsetzung unglaublich bescheiden, weil es wirklich so zwei Seiten die eine war, zwei Seiten die andere und dann wieder die eine, dann wieder die andere und am Ende war ich total verwirrt, wer und was und wo bin ich. Und das Schlimme war dann auch noch, dass jeweils die eine über das Leben der anderen sozusagen nachgedacht hätte und sich in der Was-wäre-wenn-Frage auch noch Was-wäre-wenn gestellt hätte. Also total verwirrend und ich fand es überhaupt nicht gut umgesetzt. Es hat mir überhaupt keinen Spaß gebracht und am Ende hat mich noch nicht mal mehr interessiert, was wäre wenn, von daher. Dafür kam danach direkt ein Highlight, nämlich die Berufene, die ja zur Auswahl stand, das Februar-Leseclub-Buch zu werden. Es nicht wurde, auf Platz 2 landete und sich dann einfach ein paar Leute gedacht haben, komm, wir lesen das trotzdem zusammen und so haben wir das vorher gelesen. Eine wirklich unglaublich tolle Endzeitgeschichte über einen Virus, der auch die Welt befällt. Und wir haben hier eben Kinder, die aber diesem Virus irgendwie entgehen konnten, beziehungsweise die Auswirkungen dieses Viruses anders sind, die untersucht werden. Wir haben hier Melanie, ein junges Mädchen, deren Leben wir eben begleiten, die ja im Grunde in so einem Hochsicherheitstrakt gefangen gehalten wird, nicht nur zu Experimenten, sondern sie auch eine schulische Ausbildung erlebt und wir dann eben einfach so merken, oh, wie agiert sie mit den anderen? Und als dann eben, ja, die restlichen Virusinfizierten über diese Marine-Offiziersanlage herfallen, wir da natürlich noch so ein bisschen den Roadtrip haben. Eine großartige Geschichte, die ich unglaublich spannend, packend fand. Leider lief sie in meinem Kino, ich glaube, nur 2 Wochen und ich habe das irgendwie
ja, gar nicht zeitlich hinbekommen. Hab das jetzt auch schon von anderen gehört, die auch Freikarten gewonnen haben, dass deren Kinos auch nur ein, zwei Wochen den Film gespielt haben, was ich irgendwie schade finde. Ich hoffe, dass er demnächst vielleicht dafür ein bisschen früher auf DVD herauskommt und man die Möglichkeit hat, sich den Film anzugucken, weil das Buch war wirklich grandios. Ich mochte den Spannungseffekt, dieses Abenteuer, dieses Endzeit. Ich mochte das Verhalten der Charaktere und ich fand es wirklich toll. Ich fand es großartig, hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Absolutes Highlight. Dann kam Angel Fall, Tage der Dunkelheit von Susan I. Das ist der zweite Teil der Angel Fall Reihe und ich muss sagen, mich hat der zweite Teil nicht so begeistern können wie der erste. Ich fand es unglaublich zäh und langweilig. Gerade zu Beginn hat es sich doch sehr gezogen. Es hat sich alles so aus dem ersten Teil wiederholt. Was ja eigentlich spannend ist, wenn eben die bösen Engel auf die Erde kommen, die Welt irgendwie vernichten, wir auch ein Endzeit-Szenario haben. Aber irgendwie konnte ich keinen großen Unterschied zwischen dem Plot aus Band 1 und 2 feststellen. Wir haben irgendwie die gleichen Aufgaben, die gleichen Dinge zu tun. Und irgendwie passiert nichts Großartiges anderes. Und der Charakter, der mir im ersten Teil wirklich ans Herz gewachsen ist, der fehlt auch irgendwie gefühlt gänzlich fast im ganzen zweiten Band und kommt nur so ganz kurz am Ende mal vor, was ich wirklich schade fand und nicht so schön. Aber es war okay und ich bin sehr gespannt, wie Susan E. dann den dritten Teil schreiben wird, ob sich da dann noch mehr Wiederholungen vorkommen werden. Dann ging es mit dem richtigen Leseclub-Buch weiter. Die Falle von Melanie Rabe, ein Thriller, von dem ich mir ganz, ganz viel erhofft hatte, aber er das leider auch nicht ganz eingehalten hat. Wir haben hier eine zurückgezogen lebende Autorin, die vor über 10 Jahren sich in ein Haus am Starnberger See zurückgezogen hat. Sie hat ihre Schwester ein paar Jahre vorher irgendwie durch einen Mord verloren und leidet unter dieser Trauer unglaublich, denn sie hat den Täter irgendwie noch bei der Flucht sehen können und glaubt dann eben eines Tages ihn in den Nachrichten zu sehen als Journalist und schreibt nun die Todesmordszene ihrer Schwester nieder, will da einen Thriller schreiben, was sehr untypisch für sie ist, um dann eben den Journalisten zu ihr zu locken und sich selbst als Falle sozusagen zu zeigen. Ja, die Buch-in-Buch-Geschichte fand ich sehr grandios hier gelöst. Es hat echt Spaß gemacht, den Thriller im Thriller zu lesen und eben wirklich so dadurch im Grunde eigentlich auch die Vergangenheit, wie könnte es gewesen sein, tatsächlich zu lesen. Ich mochte aber tatsächlich die Protagonistin nicht so richtig. Ich konnte viele ihrer Dinge nicht so ganz nachvollziehen und war auch dann vom Ende sehr enttäuscht. Zwischendrin hat man sich ganz oft gefragt, was wäre wenn, was könnte es sein, wie könnte es enden, wer könnte der Mörder sein, der Täter sein, wie ist das von sich gegangen, aber das Ende hat es wirklich für mich überhaupt nicht irgendwie wunderbar gelöst, von daher leider nicht so ganz ein Top-Buch, aber es war ein absolut okay als Thriller. Vielleicht war es doch eher der Roman, da gab es nämlich auch irgendwie noch eine Verzwickung, dass bei manchen Romanen auf dem Buch stand, bei anderen Thriller, aber okay. Dann kommen wir zum Wälzer Rat der Neun, gezeichnet von Veronica Ross mit 607 Seiten. Gerade so ein Thriller geworden, wenn man so möchte. Ein Buch, das ich mit sehr gemischten Gefühlen angefangen habe. Man hat ja schon immer mal so ein bisschen was Negatives gehört, aber auch positive Stimmen. Ich bin auf diese Stimmen vorher gar nicht näher eingegangen, muss aber ehrlich sagen, mich hat das Buch nach dem ersten Drittel wirklich absolut gehabt. Wir sind ja hier auch Science-Fiction-mäßig unterwegs und für mich ist das auch kein Jugendbuch, sondern definitiv etwas schon für erwachsenere Leser, weil es doch sehr brutal in dieser Welt auch zugeht und auch die Gedanken der Protagonisten, wo wir hier zwei haben, eben zwei Perspektiven, auch so ein bisschen härter sind und ein bisschen mehr zur Sache gehen. Der Schreibstil war tatsächlich auch sehr gewöhnungsbedürftig, weil man einmal die Sicht von ihr hatte und diese war in der Ich-Perspektive und die Sicht von ihm war dann trotzdem in dritter Person. Das hat mir in meinem Kopf tatsächlich ein bisschen schwer getan, das zusammenzutriefeln. Die Namen waren unglaublich viel zahlreich und auch noch total merkwürdig klingend. Was ich eigentlich in High Fantasy mag, fand ich hier tatsächlich sehr anstrengend, schwierig, all die Leute irgendwie noch zuzuordnen. Und aber nach den ersten 200 Seiten, also nach dem ersten Drittel, fand ich es wirklich großartig. Ich mochte die Geschichte, sie hat mich in den Bann gezogen, sie hat mich mitgerissen und es gibt dazu ja dann auch am Donnerstag, am 9. März, einen Hangout bei Susan im auf dem Kanal. Guckt da also gerne mal vorbei, beziehungsweise wenn ihr vielleicht das Video seht und der Hangout vorbei ist, ist der natürlich aufgezeichnet, könnt ihr auch reingucken. Da werde ich noch ein bisschen was berichten. Dann kamen zwei Adriana Popescus. Begonnen hat das Wochenende mit versehentlich verliebt. Ihr erstes oder ich glaube zweites Buch, was sie noch als Self-Publisher herausgebracht haben. Eine unglaublich schöne Liebesgeschichte von zwei Menschen, die sich am Flughafen treffen, eigentlich nach Hause fliegen wollen, aber das Schneechaos herrscht und beide einfach ganz schnell spüren, oh,
hier irgendwas knistert es zwischen uns beiden. Und beide wunderbare Dialoge an diesem Flughafen haben mit Witz, mit Humor, mit Charme und wirklich Emotion. Eine ganz, ganz tolle Liebesgeschichte mit ein bisschen Kitsch, gerade die Menge, die ich ertrage. Und es hat mir Lacher auf die Lippen gezaubert, aber dann eben auch ganz viel Emotion ins Herz. Und Adriana war wirklich großartig. Eine unglaublich schöne Geschichte von Pippa um Pippa. Und ich mochte die wirklich sehr, sehr gerne. Hat echt viel Spaß gemacht. Danach folgte 5 Tage Liebe. Hier haben wir Jonas, einen End-20er Junggesellen, der eigentlich davon überzeugt ist, dass er nicht der Beziehungsmensch ist. Dann aber auf die Stripperin trifft, die er für seinen besten Freund Patrick engagiert und da aber irgendwie merkt, oh, irgendwie hat sie etwas Faszinierendes, und als sich beide eben näher kennenlernen, sie feststellen, ja, die schönste Liebe sind eben die ersten 5 Tage einer Liebe, denn da bemüht man sich noch, da ist noch alles frisch, da sind die Schmetterlinge ganz groß da und sie dann eben da einfach überlegen, ja, wie man sich vielleicht diese 5 Tage länger behalten kann, beziehungsweise ob das überhaupt mit beiden gut gehen kann, denn sie hat hier etwas Geheimnisvolles an sich, aber auch ein sehr, sehr gelungenes Buch, was mir unglaublich gut gefallen hat. Es gibt so den ein oder anderen Theoriefehler, wie ich finde, oder ob das wirklich so alles realistisch ist, aber das fand ich gar nicht weiter schlimm und das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau. Dann das letzte Buch, das ich eben nur zur Hälfte geschafft habe, nämlich habe ich nur 250 Seiten von circa 577 gelesen, und das ist Das dunkle Herz des Waldes von Naomi Novik. Ja, glaube ich, so hieß sie. Und hier haben wir auch Jugend-High-Fantasy mit einer etwas sehr angelehnten Märchen-Sagen-Welt, die wirklich großartig beschrieben ist. Aber auch hier hatte ich Probleme mit der Protagonistin, die einfach tollpatschig und treu-doof durchs Leben gegangen ist, ständig unordentlich gekleidet war, nicht so recht verstanden hat, was der Drache von ihr will. Denn der Drache holt alle 10 Jahre ein Mädchen aus den umliegenden Dörfern und behält sie dann eben für 10 Jahre. Und der Drache ist nichts anderes als ein älterer Magier, der eben die Dörfer beschützt vor dem Dunklen im Walde. Und es ist eine sehr schöne und spannende Geschichte, eine tolle Idee dahinter, aber wirklich nicht so gut umgesetzt. Auch hier war der Anfang wieder sehr spannend, sehr interessant, hat aber dann tatsächlich so ein bisschen nachgelassen. Und es plätscherte halt immer so ein bisschen vor sich hin. Es war so ein bisschen, man wollte schon irgendwie immer mal wissen, wie es weitergeht, aber man hat auch gerne mal was anderes getan, während man es gelesen hat. Und das ist so ein Zeichen für, ja, das Buch ist okay, aber es reißt einen nicht komplett mit. Finde ich sehr, sehr schade, hat mir aber dann doch gut gefallen, aber mir halt auch leider nicht. Es ist auch ein Einzelband und ich glaube, für Leute, die eben anfangen mit High Fantasy, ist das vielleicht ein guter Einstieg. Aber ja, mich konnte gerade die Protagonistin, die dann halt am irgendwie zwischendrin auch nochmal anfing und Gefühle für ihren Drachen zu empfinden, habe ich so gedacht, ja, muss denn das immer sein? Und irgendwann kann man es auch einfach nicht mehr lesen und ja, finde ich das persönlich tatsächlich eher ein bisschen schwierig. Aber ja, so viel zu den Büchern. Das waren die 13,5 Bücher. Ihr findet auch die Bücherwochen mit den ausführlicheren Rezensionen natürlich unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Ich versuche das natürlich wieder so ein bisschen aufzudrisseln, dass ihr das mit einem Klick sozusagen findet, und schaut gerne mal auch zu den anderen Sachen einfach in die Infobox. Neben Büchern hat mich aber im Februar auch noch ein paar andere Dinge begeistern können, und ich finde, man startet einfach mal mit den Genussmitteln. Ja, ein Mesmer-Tee Moringa Mate Ingwer hat es mir im Februar total angetan. Ich habe ihn im Januar, glaube ich, bei DM entdeckt und das ist jetzt, glaube ich, mittlerweile die 4. Packung. Ich liebe diesen Tee und ich bin ja sonst wirklich eher ein Fan von losen Tee und trinke zu Hause auch nur diesen, aber auf Arbeit mag ich es gerne mal, wenn es ein bisschen schneller geht, ein bisschen praktischer ist und man nicht erst Tee irgendwie rumfimmelt in den Filter, und kaufe mir dann immer mal Filtertee, und so wurde bei mir dann der Mesmer Moringa Mate Tee mit Ingwer bei mir eingezogen und ich finde den großartig. Es sind ja alles lauter gesunde Dinge, zumindest in ihrer eigentlichen Art. Ich weiß nicht, inwiefern sie in dem Teebeutel dann noch so gesund sind, und googelt einfach mal Mate Tee, Moringa und Ingwer, und man merkt hier wirklich, dass da ganz viel Power drin steckt. Durch den Ingwer schön scharf, durch Mate so ein bisschen den Touch von Grüntee, und es ist wirklich eine ganz besondere Mischung, wie ich finde. Und ich trinke auch sonst sehr, sehr gern Mate Tee. Das war jetzt mein erster mit Moringa. Das ist ja auch irgendwas ganz Gesundes. Ich habe es mal gegoogelt, ich habe es aber tatsächlich schon wieder vergessen. Es ist ein Wohlfühltee, der Körper und Sinne verwöhnt und ihr Wohlbefinden unterstützt. Und Moringa wird ja in seiner Heimat auch Wunderbaum genannt. Und dazu gibt es würzigen Ingwer und aromatische Mate und schenkt uns ein Gefühl von Energie und Erfrischung. Ich finde ihn super lecker, gerade
gerade durch den etwas schärferen Ingwer-Geschmack wirklich ganz großes Teekino und hat mir wirklich sehr, sehr gut geschmeckt. Dann gab es ein tolles Wochenende mit der lieben Susan von Waldschrat liest und ich finde, sowas gehört einfach auch in den Monatsrückblick. Wir haben uns eigentlich dazu verplant, Freitag auch Samstag, Freitagnachmittag, Abend miteinander zu verbringen, Samstag ein bisschen shoppen zu gehen, Video zu drehen und dann wollte Susan eigentlich nach Hause fahren, aber irgendwie sind wir spontan da beim Abendessen drauf gekommen, ach, bleib doch einfach noch eine Nacht da und wir hatten großen, großen Spaß. Wir hatten ein leckeres Abendessen, wir waren im Fernweh-Diner und haben einen lecker Riesenburger gegessen. Wir haben Samstag ein Video gedreht, was ihr auch schon auf unseren beiden Kanälen gesehen habt, bei dem wir ganz viel Spaß hatten. Und wir waren dann auch noch wunderbar shoppen in der Innenstadt von uns und haben uns auch so die ein oder andere Attraktion angeguckt. Und Samstagabend waren wir dann gemütlich zu Hause und Sonntag ist sie dann, glaube ich, gegen Mittag nach Hause gefahren, weil wir ja dann auch noch so ein bisschen was zu tun hatten, zumindest sie. Ja, ich ja in der Regel nicht so, ne? Aber Susan ist ja dann mit ihrer Lehrerschaft ein bisschen beschäftigt da auch zu Hause und war ein wunderbares Wochenende und ich glaube, dass das auch nicht das letzte Wochenende gewesen sein wird, das wir beieinander verbringen werden und das nächste ist ja dann schon zur Leipziger Buchmesse, die dann im März ja sein wird, in knapp im Grunde 2,5 Wochen und dann gucken wir mal, wie wir das im April irgendwie hinbekommen und war wirklich toll und es ist schön, da einfach zu merken, dass man wirklich Freunde über BookTube findet, was man vielleicht gar nicht denkt und sagt, das ist total verrückt, aber das ist es nicht und die Chemie einfach genauso stimmt wie über den Bildschirm und man einfach Spaß hat, auch ganz ohne Kamera, ohne Bildschirm und einfach nur miteinander. Und ja, Susan, ganz liebe Grüße an dich. Es war wirklich ein ganz, ganz tolles Wochenende, bei dem wir ein nächstes Highlight entdeckt haben und zwar von Body and Soul Wellness, die Hammam Spa Ceremony Duschschaum in dieser orangen Version mit natürlichem Arganöl. Und dieser Duschschaum riecht absolut so wie der Happy Buddha Duft von Rituals und es ist ein fast perfekter Duschschaum. Er ist nicht ganz so fluffig wie die von Rituals. Ich finde, Rituals macht den besten Duschschaum, insofern wem das interessiert. Aber dieser Duft, er ist wirklich... Ah, ich bin absolut in diesem Duft. Ich kann ihn nicht wirklich beschreiben. Ich bin da auch tatsächlich wirklich ganz, ganz schlecht. Es heißt hier Zedernholz, Orange und Rosenblüten. Und ich glaube, ja, das Herbe mit der Rose... Und die Frische von Orange, ich glaube, das riecht man wirklich. Es ist ein ganz, ganz toller Duschschaum. Also man hat da wirklich ein wunderbares Duscherlebnis. Und finde ich auch optisch macht sich das im Bad ganz großartig. Es gibt dazu auch noch, ich glaube, eine Lotion. Und wir haben uns auch noch ein Peeling gekauft, Susan und ich. Und das Peeling ist auch toll. Aber diesen Duschschaum habe ich jetzt seitdem fast täglich in Verwendung. Und ich liebe ihn und bin ihm nicht überdrüssig. Und finde ihn wirklich toll. Dann gab es natürlich auch Musik. Mein Leben funktioniert nicht ohne Musik. Und ich glaube, der meistgespielte Song im Februar war bei mir Shape of You von Ed Sheeran und ich bin so froh, dass endlich am 3.3. sein Album herausgekommen ist, was seitdem auch schon läuft. Das gehört dann aber wieder in die März-Favoriten und ich finde diesen Song großartig. Das ist mal ein ganz anderer Ed Sheeran. Es ist poppig und trotzdem so dieser typische Sheeran-Style. Wer seine Musik mag, der wird dieses Lied lieben und trotzdem, ach, man steht da davor und man kann eigentlich nur, wenn man die Melodie hört, ein bisschen mittanzen. Ist ein Lied, das mich morgens durch meine Wohnung tanzen lässt, egal ob bei der Dusche, beim Zähneputzen, beim Aufwasch, im Auto. Überall habe ich Spotify an, meine Bluetooth-Lautsprecherboxen oder den Stick im Auto und ich bin absoluter Fan dieses Songs und der lief wirklich rauf und runter im Februar und ich bin ihm noch nicht überdrüssig. Ich höre ihn immer noch gerne täglich mindestens 5-mal und ich singe da lauthals mit und ich bin absoluter Fan und finde das Lied wirklich Hammer und freue mich, das Album jetzt noch in mehrerer Wiederholung mir anzuhören und das zu genießen und einzelne Lieder herauszupicken, die man dann besonders schön findet und dann meine Playlist auch für Leipzig zu erstellen. Ja, ohne Musik geht im Hause Lady of the Books einfach sozusagen nichts. Und dann auch eine Serie, die im Februar gestartet ist, das Staffelfinale. Dann zwar am 2. März war, für mich zählt die Serie einfach komplett in den Februar und zwar Westworld. Eine Serie, von der Phil ja schon geschwärmt hat, als sie im Englischen herausgekommen ist und er sie da entdeckt hat und er hat sie ja in englischer Sprache gesuchtet. Das stelle ich mir tatsächlich ein bisschen schwieriger vor, aber ich habe die echt geliebt. Sie lief auf Sky jeden Donnerstag 2 Folgen, zum Glück 2 Folgen und man war sofort irgendwie gefesselt in dieser Serie. Wir sind hier in einer Welt, in einer Science-Fiction-Welt, in der eben Klone, Hosts erstellt werden, die eben aussehen wie Menschen, die auch irgendwie so fungieren, die ein gewisses Art von Bewusstsein
haben und eben auch so handeln. Und wir sind hier eigentlich in einer Spiellandschaft, in der wir echten Menschen sozusagen hinreisen können, irgendwo in den USA und eben ein Western-Spiel erleben können. Und ja, im Grunde auch die Hosts einfach erschießen können, wenn uns danach ist, sie benutzen können, mit ihnen sprechen können, spielen können, was auch immer wir mit diesen tun wollen. Und wir hier einfach den großen Wahn der Menschen sozusagen haben, irgendwas zu erschaffen, über das wir uns auch noch hinwegsetzen können. Und haben hier einen Schöpfer genial gespielt von Anthony Hopkins und wir haben einen schwarzen Reiter gespielt von Ed Harris und auch anderen großartigen Schauspielern. Die Musik ist grandios und mich hat diese Story wirklich gepackt. Gerade Folge 1, 2 war grandios, 3 und 4 ein bisschen schwächer, 5 ging wieder aufwärts und ab der 7. Folge war ich hin und weg. Mit dem Ende hadere ich nach wie vor. Ich habe es in meiner Bücherwoche schon gesagt, dass mich das Ende tatsächlich so ein bisschen zurückgelassen hat. Ich hätte mir irgendwie ein anderes Ende gewünscht. Zumindest vom Staffelfinale der ersten Staffel. Denn ja, es wird ja auf jeden Fall noch eine zweite Staffel geben. Die ist beauftragt, soll 2018 kommen. Ich bin mega gespannt, was da noch kommt. Denn diese Idee, was macht einen Menschen zum Menschen, das stellt man sich ja als Mensch tatsächlich öfter. Ich kann mich an den Film Die Insel erinnern oder auch an Echo Boy von Matt Haig jetzt als Buch, wo man sich so fragt, wann ist denn ein Mensch ein Mensch? Wirklich nur, wenn er so aussieht? Braucht er da wirklich die Geburt dazu? Was macht der Mensch dazu? Und wie reagieren diese Hosts oder eben diese Klone oder Roboter, die ja eigentlich auch sich für Menschen halten und nicht den Unterschied kennen? Und was passiert, wenn die merken, oh, ich bin doch irgendwie anders oder bin ich überhaupt anders? Und ja, also eine grandiose Serie, die ich wirklich empfehlen kann. Und wer so bei Folge 3, 4 merkt, oh, es geht in eine komische Richtung, einfach mal dranbleiben. Ist eine absolute Empfehlung, wenn denn die Serie dann auch im Free-TV läuft. Wirklich Empfehlung von mir. Und das war ja nun mein Monatsrückblick. Mein Zettel ist sozusagen abgearbeitet. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wichtiges vergessen im Februar. Und freue mich jetzt auf den März. Freue mich auf die Buchmesse im März. Das ein oder andere Hangout. Und ja, all die Dinge, die jetzt im Frühling passieren können. Hier sieht man es schon. Der Frühling ist endlich im Kommen und ich freue mich da auch schon sehr. Natürlich, diese Lichterbox ist tatsächlich eigentlich auch ein Highlight. Die ist ja auch im Februar angekommen und die leuchtet bei mir eigentlich jeden Abend und beleuchtet so diese etwas dunklere Ecke in meinem Wohnzimmer wirklich sehr, sehr schön. Aktuell ist sie ja nicht an, weil es würde sich so hier so ein bisschen nach. Aber ich finde die toll. Und jeder, der bei mir jetzt im Wohnzimmer saß und die gesehen hat, fand die Message cool und dachte, hä, was ist denn das? Und ja, ich bin Fan und deswegen kann ich jetzt auch nochmal so kurz hier benennen. Findet ihr auf Amazon, gebt da einfach mal Lightbox oder Lichterbox ein, dann findet ihr da auf jeden Fall was. Und ja, ein sehr schöner Februar, wie ich finde, ist zu Ende gegangen, auch buchtechnisch so eher ein bisschen gemischt, so vom Gefühl im Nachgang, aber so manche Bücher haben es eben durch ihr Favoritensein einfach herausgerissen und haben mir Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr hattet jetzt Spaß mit meinem Monatsrückblick. Schreibt mir doch gerne eure Highlights auch in den Kommentare, wenn ihr wollt. Ich wünsche euch nur noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.